Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, dein Podcast für ein gesundes, vitales, schlankes und natürlich auch ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist bei diesem Podcast, der für Lebenskraft, für Energie steht, für einen Weg, der eigentlich schon ja, deiner Natur entspricht, nur ganz viele Menschen haben sich eben von diesem natürlichen Weg entfernt. Ich mache diesen Beruf seit über 20 Jahren und verhelfe Menschen wieder dazu, und zwar in der Tiefe, zu diesem Menschen zu werden, für den sie eigentlich hier auf diesem Planeten gekommen sind, nämlich sich zu erfahren in Freude, in Dankbarkeit, in Liebe zu sich selbst, zum Leben. Ja, und dass wir alle, du und ich und alle Menschen dieser Welt, dieses Geschenk, was sich Leben nennt, wieder in vollen Zügen genießen, ja, und aufsaugen können. Und dadurch, dass ich meinen Beruf schon so lange mache, weiß ich eben auch, was in der Tiefe funktioniert und was nicht. Und was vielen meiner Kunden bereits geholfen hat, hin zu mehr Lebenskraft zu kommen, das kann dir auch helfen. Und genau aus diesem Grund mache ich diesen Podcast. Wenn du heute zum allerersten Mal mit dabei bist, dann begrüße ich dich natürlich ganz, ganz herzlich und freue mich, dass du den Weg zu mir gefunden hast. Und ich probiere immer, allen Menschen aufzuzeigen und hoffentlich dann auch dir, dass über diese vier Bausteine, nämlich über das Thema Ernährung, Bewegung, Mentaltraining und Stresskompensation, alles möglich ist. Und zwar das möglich ist, was wir uns, wie ich es im Intro eben schon gesagt habe, wirklich wünschen. Und das ist Energie und das ist Lebenskraft. Heute möchte ich gerne mit dir über ein Thema sprechen, was mir natürlich sehr, sehr am Herzen liegt, aber was auch ein bisschen, naja, zu meiner Geschichte, zu meinem ja vergangenen Monaten gehört. Und da möchte ich dich heute gerne dran teilhaben lassen, nämlich ich habe mich 2018, und zwar nach einem sehr, sehr anstrengenden, aber sehr bewegenden Seminar, was ich besucht habe, nach meinem Warum gefragt. Und wenn du diesen Podcast schon mal gehört hast, dann weißt du, dass ich mich viel fortbilde, dass ich viel auf Seminare gehe, auf Vorträge, dass ich Bücher lese, dass ich aber auch ins Ausland fahre, dass Reisen für mich auch sehr wichtig sind, um andere Menschen, andere Kulturen kennenzulernen. Aber ich lerne eben auch ganz viel von anderen Fachleuten und ich habe ja diese zwei Anteile in mir. Ich will vieles verstehen, aber ich will eben auch vieles erfahren. Und letztes Jahr, also 2018 im Dezember, nach 4 Tagen extrem anstrengendem Seminar mit so gut wie gar keinem Schlaf, weil dieser Trainer hat uns wirklich sowas von gestretched, wie man so schön sagt. Also er hat uns wirklich an unsere Grenzen gebracht, wo man mal total aus seiner Komfortzone rausgezogen worden ist, eben auch mit ganz wenig Schlaf. Da habe ich mich dann nach meinem Warum gefragt und nach meinem Warum für meinen Beruf. Und vielleicht wunderst du dich jetzt ein bisschen und sagst, naja, darüber redet sie doch die ganze Zeit. Und das sagt sie doch, das hat sie doch schon früher auch schon gehabt, das Warum mit all der Lebenskraft und so. Aber ich habe mich auch gefragt, wer hat denn überhaupt die Möglichkeit, von meinem Wissen, von meiner Erfahrung zu profitieren? Wen berate ich denn eigentlich? Und dann ist mir bewusst geworden, und das war ja eine tiefgreifende Erkenntnis für mich, dass meine Dienstleistung, die ist auf einen ganz kleinen Bereich beschränkt, die sich nur ganz wenige Menschen gönnen. Und ganz wenige Menschen haben überhaupt da nur Zugang zu, denn ich arbeite ja viel mit Führungskräften, ich arbeite mit Persönlichkeiten, auch mit DAX-Vorständen, mit erfolgreichen Leuten, die sich natürlich so einen Personal Coach leisten können. Und ja, in meinen Seminaren und Vorträgen ist es schon so, dass jemand sehr häufig lieber mehr Geld ausgibt für seinen Urlaub oder für sein Auto, als ja so einen Vortrag oder ein Seminar zu besuchen. Und das sind dann meistens Menschen, die eben schon den Mindset, also das Bewusstsein dafür haben. Aber ich sage jetzt mal, das Gros der Menschen, für die es doch auch wahnsinnig wichtig ist, zu erfahren, wie sie ihre Lebenskraft wieder aufbauen können, wie sie sich eine Meinung bilden können, Intuition aufbauen können über ihren Körper, wie sie wieder zu dem Menschen werden können, der in der Tiefe in ihnen steckt,
wie sie aus ihren Gewohnheiten rauskommen können. All diese Menschen, die konnte ich mit meiner Arbeit nicht erreichen. Und ich habe dann damals die Entscheidung getroffen, ein Seminar zu kreieren, was sich jeder leisten kann. Und ja, das war für mich auch so dieses Warum. Warum mache ich das, was ich tue? Und bevor ich jetzt gleich auf dieses Seminar zu sprechen komme und was da noch in mir alles entstanden ist, 2018, letztes Jahr, also im Dezember, gab es für mich diesen Moment, an den ich mich auch immer wieder erinnere, denn am Ende meiner Seminare, und das mache ich wirklich immer, auch am Ende meiner Vorträge, probiere ich jedem klarzumachen, dass wenn du möchtest, dass die Welt etwas besser wird, wenn du möchtest, dass deine Kinder in einer besseren Welt aufwachsen, wenn du dir eine andere Umwelt wünschst, wenn du dir ein gesünderes Leben wünschst, einen gesünderen Körper, dann darfst du bei dir anfangen und darfst deine Energie erhöhen. Denn alles in diesem Universum ist nichts anderes als Energie. Und wenn du mit einem Energiepotenzial, ich sag jetzt mal von 2 bis 3 Volt durch die Gegend läufst, also vergleich das mal mit einer Glühbirne, dann leuchtest du relativ schwach. Aber wenn du immer noch aussiehst wie eine Glühbirne, also das ist nur ein Sinnbild dafür, aber du erhöhst deine Energie, das heißt, dein elektromagnetisches Feld wird größer. Du hast mehr Strahlkraft, du hast eine andere Energie in dir. Dann weißt du vielleicht auch aus dem Physikunterricht, wenn ein Objekt mehr Energie hat, dann erwärmt es vielleicht die Umgebung oder strahlt mehr in die Umgebung. Auf jeden Fall verändert sich auch die Energie der Umgebung. Und das ist etwas, was wir uns alle klar machen müssen. Und für mich in meiner Arbeit geht es darum, auch den Menschen aufzuzeigen und zu sagen, schau mal, wenn du deine Herzenergie wieder öffnest, wenn du deinen wunderbaren Körper wieder anfängst zu bewegen, wenn du anfängst, dich zu lieben und hörst auf, dich permanent als Opfer zu sehen, wenn du anfängst, dieses Stressthema in einen anderen Kontext zu rücken, weil du für dich Entscheidungen triffst und sagst, ja, auch du hast es verdient, mal wieder dich zu entspannen und so weiter. In dem Moment kann es gar nicht anders sein, als dass deine Energie sich erhöht. Und wenn mehrere Menschen ihre Energie erhöhen, dann wird das Feld, in dem du dich befindest, sich verändern. Das heißt, du hast eine andere Strahlkraft. Das heißt aber auch, wenn Menschen auf die Straße gehen und den ganzen Tag nur darüber lamentieren, was sie nicht haben wollen, und den ganzen Tag sich mit Netflix zu knallen und mit Nachrichten, die eben nicht gut tun, und sich von Terror und negativen Berichten beeinflussen lassen. In dem Moment, wo deine Nahrung die Energie raubt, anstatt sie die Energie spendet, und ich rede jetzt hier nicht von Kalorien oder so einem Schwachsinn, sondern wirklich von dem, was dich von innen heraus aufbaut. Weißt du hast jeden Tag die Wahl, und das ist ja mein Beruf, genau darum mache ich das. Und als ich da gesessen habe, 2018, und habe mir diese Gedanken darüber gemacht, habe ich für mich die Entscheidung getroffen und gesagt, okay, ich will ein Seminar kreieren, was sich jeder, wenn er das wirklich möchte, leisten kann. Und dieses Seminar soll nicht wie die üblichen Seminare voll sein mit irgendeinem Inhalt, der rein theoretisch ist, sondern mit ganz vielen Praxiserfahrungen. Aber bei diesem Seminar ist es unglaublich wichtig, dass auch die Ernährung perfekt abgestimmt ist und die Bewegung und das Thema von Stresskompensation soll auch mit dabei sein. Mal einen Tag Auszeit, und so ist Energize Your Life entstanden. Ja, und vielleicht liest du meine Newsletter oder vielleicht hast du es in den sozialen Medien mitbekommen. Ich habe dann letztes Jahr diese Entscheidung für Energize Your Life getroffen. Und das ist dieses besondere Tagesseminar, einen Tag raus aus dem Hamsterrad. Jo, und dann wirst du dir vielleicht jetzt denken, na ja, für die ist das ja easy, ja. Ja, die macht ja schon lange Seminare und dann macht sie halt mal ein größeres Seminar. Was ist daran schon so besonders? Ja, weißt du, alles, woran du dich gewöhnst in deinem Leben, ist ja relativ einfach. Und auch ich hatte Ängste. Auch ich bin diejenige, die sich dann hinterfragt hat und hat gesagt, okay, jetzt musst du sehr viel Werbung machen, jetzt musst du das auf große Füße aufstellen.
Und mit dem Anspruch, dass das Essen perfekt sein soll, brauchst du einen externen Caterer. Weil mit Hotels zusammenzuarbeiten, und das weiß ich aus guter Erfahrung, das ist nicht so einfach. Und wenn du eine Location haben möchtest, die besonders schön ist und die von der Energie her auch besonders ist, dann ist es oft nicht ein riesengroßer Ballsaal irgendwo in einem Hotel. Und so war das auch nicht einfach. Und wir sind also immer noch in Vorbereitungen und mittendrin für Energize Your Life. Aber es ist ein Herzensprojekt und du siehst jetzt schlussendlich nach einigen Monaten, um genau zu sein, nach fast 10 Monaten, wird dann auch schlussendlich das Seminar stattfinden, nämlich am 19. Oktober 2019 wird das erste Mal Energize Your Life stattfinden. Und jetzt, wo ich darüber rede, fällt mir ein, das ist exakt, jetzt kriege ich gerade Gänsehaut, das habe ich mir vorher wirklich nicht überlegt, das ist genau exakt am 19. Dezember war, als ich die Entscheidung getroffen habe. Ich weiß es nämlich noch sehr genau, denn es war kurz vor Weihnachten. Und 10 Monate später, nach dem Entschluss, den ich gefasst habe, wird dann auch Energize Your Life stattfinden. Und weißt du, das zweite Herzensprojekt, was ich in diesem Jahr an den Start gebracht habe und was ich im Übrigen auch da an diesem 19. Dezember beziehungsweise letztes Jahr eben nach diesem sehr anstrengenden Seminar, als ich da diesen Entschluss gefasst habe, das zweite Herzensprojekt, da bist du gerade voll mit involviert, denn das ist dieser Podcast. Und auch hier war es so, dass ich mich gefragt habe, was würde denn Menschen helfen, in ihre Kraft, in ihre Energie zu kommen? Wie können sie von mir profitieren? Vielleicht Menschen, die sich das nicht leisten können. Was kann ich tun, damit diese Welt ein bisschen besser wird? Und was kann ich tun, dass ich was zurückgeben kann mit all den ganzen Erfahrungen, mit all den Tausenden von Coachings, die ich gemacht habe und mit meinen eigenen Erfahrungen? Und dann ist diese Idee zu diesem Podcast entstanden. Und mein Ego hat mir sofort gesagt, es gibt schon so viele Podcasts und mal gucken, ob das überhaupt irgendjemand hören will. Und wahrscheinlich ist das sowieso etwas, was überhaupt nicht gebraucht wird. Und mein Ego hat mir dann auch wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und wenn du diese Stimme auch kennst und diese Stimme ist dir vertraut, dann seid ihr dessen bewusst, ich habe auch diese Stimme. Und als ich dann schlussendlich am 3. Juni, als der erste Podcast am 3. Juni in den Start gegangen ist, habe ich völlig aufgeregt da gesessen und habe Herzklopfen gehabt. So als hätte ich vor... ich weiß noch, als ich mein erstes Personal Coaching hatte, das ist ja schon sehr, sehr lange her, da habe ich vor lauter Herzklopfen, habe ich kaum Ton rausbekommen. So aufgeregt habe ich auf diesen Bildschirm gestarrt, weil ich jetzt wusste, dass mein Podcast an den Start geht. Und vielleicht hast du ja auch so ein bisschen dieses Gefühl, diese Intuition, was du tun kannst, damit du die Welt ein bisschen besser machen kannst. Und aus meiner Sicht ist der erste Schritt, dass du deine Energie erhöhst. Dass du wieder zu diesem Menschen wirst, für den du auf diesen Planeten gekommen bist. Und dieser Mensch, der du jetzt schon bist, das ist ein lebensfroher Mensch. Der hat Freude in seinem Herzen. Der möchte die Welt erfahren. Und er ist neugierig, wissbegierig und hat Lust, dieses Leben aufzusaugen. Und weißt du, meine 4 Bausteine, also das Thema Ernährung, Bewegung, Mentaltraining und Stresskompensation, das sind die 4 Bausteine, die genau dir helfen, wieder zu diesem Mensch zu werden. Und deswegen wird Energize Your Life auch genau diese 4 Themen haben. Und deswegen hat mein Podcast auch genau diese 4 Themen. Denn gerade was das Thema Ernährung betrifft, und ich würde da gerne nochmal drauf eingehen, du kannst nicht, wenn du Fast Food isst, wenn du Antibiotika-Fleisch permanent isst, wenn du Cola trinkst, diese Nahrung ist so schlecht, sie wird dir die Energie aus den Zellen ziehen. Deine 90 Billionen Zellen, die Minimenschen, die ziehen sich zurück, die schalten auf Schutz- und Fluchtmodus, wenn du Zucker isst. Dieser Zucker ist so toxisch, dass die Zelle sich zurückzieht. Wenn du Alkohol trinkst und all die ganzen Sachen, das kannst du mal machen, aber die Zelle zieht sich zurück und dann bist du im Stress und dann kannst du dein Potenzial nicht leben. Es ist so, als würdest du, und den Spruch kennst du, wenn du meine Podcasts schon gehört hast, es ist so, als würdest du mit Gummireifen durch die Gegend laufen. Und meine Aufgabe als Coach besteht darin, und das mache ich natürlich auch bei diesem Seminar, bei Energize Your Life, dir dieses wunderbare,
ja, Werkzeug, Ernährung so nahe zu bringen, dass du danach sagst, ey, das war richtig lecker, das macht Sinn, das ist großartig. Ich habe Lust, meine Ernährung etwas umzustellen. Ich habe Lust, mehr Lebenskraft zu essen, lebendige Lebensmittel. Weißt du, du spürst das dann auch. Und die Menschen, die dann zu Energize Your Life kommen, die haben natürlich die Chance, dann auch einfach mal so eine Chia Bowl zu essen. Die haben die Chance, mal ein Energy Bowl zu essen. Einfach mal etwas zu essen, was satt macht, wo keine stärkehaltigen Kohlenhydrate drin sind, kein Antibiotika-Fleisch, aber was trotzdem richtig lecker ist. Und dann erfährst du natürlich bei diesem Seminar auch ganz viel, was Ernährung mit dir macht und wie sie deinen wunderschönen Körper aufbaut und wie sie dich entgiftet und wie sie deine Zellen zum Strahlen bringt, wie Nahrung Biophotonen enthält, die dich von innen aufbauen und wie, ja, wie dieses wunderbare Werkzeug in der Tiefe funktioniert. Und weißt du, das Thema Bewegung ist ja auch so etwas. Es fällt so vielen Leuten schwer und sie erzählen mir, ach, ich habe meinen inneren Schweinehund. Nein, in dem Moment, wo du verstehst, dass Bewegung zu dir gehört, wie die Luft, die du atmest, dass Bewegung etwas ist, was völlig normal und natürlich ist, in dem Moment wirst du auch für dich wieder anfangen, und wenn es ein kleines Häppchen ist, und das ist das Ziel auch bei diesem Seminar und auch hier bei diesem Podcast, in dem Moment spürst du, oh, alles klar, das gehört zu mir, das tut mir gut. Und es gibt ja dieses Gesetz vom Kleinen zum Großen. Und bei Energize Your Life werde ich sogar eine ganz besondere Trainerin haben, die in den Pausen dir das Thema Bewegung einfach mal näher bringt. Es wird ja auch nicht nur das eine Seminar geben, Energize Your Life. Nächstes Jahr wird es das auch geben, also 2020. Da komme ich aber dann dazu, wenn die Termine zu 100% feststehen. Ja, aber auch das Thema der Stresskompensation und natürlich das Thema des Mentaltrainings wird ein Bereich sein von Energize Your Life. Und bei dem Thema Mentaltraining darfst du dich freuen, denn es wird jetzt direkt beim nächsten Mal einen Podcast geben, wo ich dir Geschichten erzähle von Menschen, mit denen ich arbeiten durfte, die ganz gezielt Mentaltraining angewandt haben und haben sich damit geheilt. Freu dich also auf diesen Podcast. Also mein Warum letztes Jahr im Dezember, mein Warum für meine Arbeit ist einfach nochmal in ein ganz neues Licht gerückt, weil ich einen Entschluss gefasst habe, mehr Menschen an dem teilhaben lassen zu wollen, was ich in den letzten 20 Jahren erfahren habe. Und für mich ist das so unfassbar wichtig, dass ich jetzt diesen Schritt gehe. Und ich möchte dich heute in diesem Podcast ein bisschen motivieren, dass du mal für dich darüber nachdenkst, ob du nicht bereit dazu bist, deine Energie zu erhöhen. Das bedeutet aber auch für dich, dass deine Nahrung natürlicher wird, dass deine Nahrung lebendig ist. Es bedeutet für dich, dass du mutig bist und deinen wunderbaren, wunderschönen Körper wieder in die Natur bewegst. Es bedeutet aber auch für dich, dass du mal die Entscheidung triffst, zu sagen, okay, ich lasse negative Nachrichten einfach mal weg. Und dass du diese Sucht, negativ zu denken, diese Sucht, wieder in dieser Opferrolle zu sein, und diese Sucht, verliebt zu sein in sein Drama, dass du ganz bewusst diese Entscheidung triffst, auch zu sagen, okay, ich lasse es. Und dieser Schritt zu sagen, ich lasse es. Dieser Schritt zu sagen, ich gehe nach vorne, nicht zurück. Dieser Schritt zu sagen, ich erhöhe meine Energie, ist der Garant dafür, dass du und ich, dass wir die Welt ein bisschen besser machen. Und weißt du, es gibt mittlerweile Meditationsgruppen in unserer Welt, die sich verabreden zu einer bestimmten Uhrzeit. Und wenn du dich ein bisschen mit Quantenphysik beschäftigt hast, dann weißt du, dass Energie absolut raumzeitunabhängig immer funktioniert. Also das heißt, wenn jemand in China anfängt zu meditieren und du hier in Deutschland anfängst zu meditieren, und derjenige in China sein Herz öffnet und du hier in Deutschland und du gehst in die Liebe und du fängst an, diesen Strahl, diese Energie an Liebe nach außen zu senden, dann wird diese Energie, weil sie eine gleiche Ausrichtung hat, die Energie folgt immer, immer der Aufmerksamkeit oder der Ausrichtung, dann wird diese Energie sich potenzieren, die wird größer werden.
Das funktioniert im Negativen wie im Positiven. Und wenn du mit mir gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen willst, dann darfst du für dich die Verantwortung übernehmen, für dieses Leben, für deinen wunderschönen Körper, weil du für dich sagst, okay, ich fange an, bei dem Menschen daran zu arbeiten, der im ersten Schritt der wichtigste ist. Und das bist du. Wenn du Lust hast und du sagst, okay, intuitiv, vom Herzen her, das hat dich angesprochen, das ist großartig, dann lade ich dich ganz herzlich ein, zu Energize Your Life zu kommen. Du bekommst dieses Ticket für 99 Euro und zwar mit einem Rabattcode. Der Link ist in den Shownotes und wenn du dich da anmeldest, dann gibst du diesen Rabattcode ein und dann bekommst du dieses Ticket für 99 Euro. Und wenn du jetzt zu jemandem gehörst, und das ist auch vollkommen okay, du stehst mit dem Rücken zur Wand, du hast keine Arbeit, du bist arbeitslos, du lebst von Hartz IV oder du bist vielleicht ein Rentner, du hast ganz wenig Geld oder du bist ein Student und hast ganz wenig Geld, dann schreibe mir. Schicke mir eine Kopie von deinem Ausweis. Schreibe mir, dann bekommst du dieses Ticket kostenfrei. Und ich kann dir sagen, von großem Herzen und zwar wirklich von meiner Intuition, ich mache diesen Beruf, um anderen Menschen zu helfen. Und wenn wir gemeinsam eine Entscheidung treffen, aus dem Herzen heraus wieder mehr für uns selbst zu tun und unsere Energie anzuheben, sie zu erhöhen, dann machen wir diesen Planeten ein klein bisschen besser. Und genau aus dem Grund mache ich diesen Podcast und genau aus diesem Grund wird Energize Your Life am 19. Oktober stattfinden. Ja, am Ende dieses Podcasts, wie immer, würde ich mich richtig freuen, wenn du mir eine Bewertung schreibst, wenn du mich ein klein bisschen an deinem Leben teilhaben lässt. Schreib mir doch einfach mal, wie du deine Energie erhöhst mit gesunder Nahrung, mit Mentaltraining, mit dem Thema der Stresskompensation. Was tust du für die Entspannung? Was tust du, um deine Nahrung besser zu machen? Was tust du, um die Freude in dein Leben zu bringen? All diese Sachen, die finde ich großartig und wenn du mir in den sozialen Medien schreibst, freue ich mich und ja, wie gesagt, ich wäre sehr dankbar, wenn du diesen Podcast bewertest, auch gerne bei iTunes, ich bin auch bei YouTube überall, bei Spotify, du findest mich überall. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen großartigen Tag, einen tollen Abend, großartigen Morgen, egal zu welcher Zeit du diesen Podcast hörst. Öffne dein Herz für dich, für dieses wunderschöne Leben, damit wir unseren Planeten ein bisschen besser machen. Alles Liebe, deine Kerstin.